keine Sonne auf der Sonnenallee. Du gehst mit Keeper noch nicht mal auf die Champs-Élysées. Die Zeiten sind rau und ich weiß nicht genau, ob ich mich trau, morgen nochmal in die Zeitung zu schauen. Und ich dreh meine Runden, seit dem 7.10. will ich das Gespräch nicht mehr suchen. Überraschung, auch Kreta hasst Juden. Damals waren ganz schnell die Täter verschwunden. Heute sind die größten Antisemiten alle Antirassisten gegen Hass und für Frieden. Und der Kanzler hört sich so bestürzt an. Danach trinkt er Tee mit den Mördern. Es ist ein Irrgarten, es ist das nackte Grauen. Du denkst schon lang daran, mit deinen Kindern abzuhauen. Es hieß doch nie wieder Ohnmacht. Es wird Oktober in Europa. Früher dunkel in den Straßen, schwarzer Rauch. Zorniges Geschrei, die Fassaden flackern blau. War das jetzt ein Böller oder war das schon ein Schuss? Stolpersteine werden dieses Jahr nicht mehr geputzt. Es ist kalt geworden, sie macht die Heizung an und bringt die Kleinen dann ins Bett, sagt ihnen keine Angst. Dann nimmt sie die Mesosa aus dem Türrahmen. Dafür steht hinter der Tür jetzt ein Schürhaken. Mein Taxifahrer redet wie ein Nazi. Führe lieber keine Diskussionen auf der Party. Freunde und Freundinnen mit starken Überzeugungen. Hamas Propaganda an Kreuzberger Häuserwänden. Osama wird auf TikTok zum Superstar. Linke Tasche Pepperspray, rechte Tasche Kubotan. Sie zieht die Kapuze tiefer ins Gesicht. Thomas Kette mit dem Stern trägt sie lieber wieder nicht. Im September hab ich vor der roten Flora noch Klavier gespielt. 7000 Antifas machen ein auf vier Gefühl. Tränen fließen bei dem Lied, mein Vater wird gesucht. Und einen Monat später waren alle seltsam ruhig. Ist auch kompliziert, muss man einfach beide Seiten sehen. Wenn Terroristen Frauen in Leichenhaufen vergewaltigen, Davidsterne werden an die Haustüren gesprüht. Ist das jetzt diese sogenannte Israel-Kritik? Zivilisten in Gaza sind Schutzschild der Hamas, Schutzschild der Nachfahren der Judenvergaser, Schutzschild der sonst immer so mutigen Blabla, nie wieder Blabla auf Instagram-Saga. Berkeley näher an Teheran als an San Fran, also an den Mullahs und nicht den Studenten. Ich wollte ja zur Antifa-Demo gegen Judenhass, aber gab keine in Berlin. Gute Nacht.